Eine Krähenstange. Ach, wahrscheinlich wie ein Krähenfuß, weil es aussieht wie ein Krähenfuß. Moment. Jetzt macht's Sinn! Genau wie OB heißt ohne Binde. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Replay Haunted Horror, das Anwesen der 93 wie im letzten Teil. Ja, weil ich das ja alle schon kannte, bin ich ziemlich gut vorangekommen. Nun haben wir das Buch, das fehlende Buch für das Regal, was den Geheimgang öffnen wird. Vielleicht passt dieses leere Buch in das Regal. Ah, also guck mal da. Interessant, eine Tür war hinter dem Bücherregal versteckt. Bei den Ermittlungen haben wir sie nicht entdeckt. Ernsthaft, ihr habt nicht mal hintergeschaut, ob man da irgendwie was sieht? Ah ja, verstehe. Kellergewölbe steht auf dem Schild. Also, Kellergewölbe steht auf dem Schild. Sag da hin. Das hätte man jetzt eigentlich auch auf der Karte gesehen, die ich entdeckt habe. Ist das kalt hier oder mir läuft es nur eiskalt den Rücken runter? Wer weiß, was sich hier unten befindet. Vielleicht endlich eine Spur zu Sarah. Ein Regal voller Bücher. Der Besitzer schien ein Sammler gewesen zu sein. Ja, Erstauflage hat mich fast erschlagen. Ein Buch fiel aus dem Regal. Das Bücherregal fällt halb auseinander. Wahrscheinlich ist es deshalb runtergefallen. Bin gespannt, was in dem Buch steht. Ja, jetzt weiß ich ja, das Haus der Finsternis, das ist der zweite Teil der Haunted Horror Reihe. Und ich habe ja schon gehört und habe es euch, glaube ich, schon gesagt, der erste und der zweite Teil werden ein Remake bekommen, damit sie dem Stile von Haunted Horror 4, nein, 3, Asylum dann entsprechen. Nee, oder dem vierten Teil, das Anwesen, so oder so, sie werden ein Remake erhalten und ich werde sie spielen, definitiv. Sat 1, es war eine dieser Nächte, an denen in denen man lieber nicht das Bett verlassen sollte. Regen prasselte gegen die Fenster und es stürmte fürchterlich. Als ich mit meiner Freundin vor dem Fernseher fast einschlief, beschlossen wir den Film lieber am nächsten Tag weiterzusehen und gingen schlafen. Während wir schliefen, ging ein unheimliches Gefühl durch das Zimmer und es vermag nichts Gutes zu heißen. Und so war es auch. Langsam kam er zu sich und bemerkte bald darauf, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Wo bin ich hier? Vorsichtig sah er sich um und erblickte ein völlig runtergekommenes Haus, wie man es aus gruseligen Filmen erkennt. Die Fenster wurden von schmutzigen und zerrissenen Vorhängen halbwegs verdeckt. Überall kaputte Möbel, die wohl schon lange nicht mehr benutzt worden waren. Als er die Haustür sah und den Türgriff runterdrückte, stand ihm die Angst deutlich ins Gesicht geschrieben. Sie war verschlossen. Nachdem er den Raum absuchte, fand er einen Schlüssel und hoffte, dass dieser die Tür öffnet. Vorsichtig und zittrig schloss er die Haustür auf und verließ den Raum nach draußen. Unheimlicher Wald, Unwetter und ein verlassenes Haus. Wie kam er nur an diesen Ort? Ist das alles bloß ein Albtraum oder geschieht es wirklich? Nichts wirkt vor diesem der Finsternis. Die restlichen Seiten fehlen. Scheinbar hat sie jemand rausgerissen, warum auch immer. Um nicht gespoilert zu werden. Ehrlich gesagt muss ich das auch nicht weiterlesen. Mir reicht schon dieses Haus. Du hast noch gar nichts gesehen. Ein Regal voller Bücher. Der Besitzer schien ein Sammler zu sein. Gut, 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 gut. Stimmt, hier war doch die blaue Kugel gewesen, oder? Was sind das für Vertiefungen? Irgendwas stand da zu viel. Ach nee, die Münzen waren es, die wir von den Geistern kriegen, wenn wir sie befreien. Zusammengerollte Teppiche. Nichts Besonderes. Eine kunstvoll aussehende Statue. Das stimmt, hier kann man auch speichern. Ich sollte mal mir mehr an. Ich weiß, an einer Stelle ist Timing angesagt, daher. Crowbar. Mit dem Brecheisen lässt sich bestimmt was anfangen. Wieso heißt es eigentlich Crowbar? Also eine Krähenstange. Ach, wahrscheinlich wie ein Krähenfuß, weil es aussieht wie ein Krähenfuß. Moment. Jetzt macht's Sinn! Genau wie OB heißt ohne Binde? Alter, dass mir das jetzt auskommt. Das ist schon wieder. Das war's. Nix irgendwie. Kisten wurden in der Ecke aufgestapelt. Gut. Ja. Crowbar. Ich wusste, dass da ein Geist erscheint, aber ich wusste nicht, dass der Geist in mich reinläuft.
Gottes Namen, was war das? Habe ich jetzt die Aufnahme gestoppt? Nein. Stimmt doch was nicht und langsam fällt es mir schwer, ruhig zu bleiben. Was geht hier vor, verdammt? Ganzer, ich habe mich nicht erinnert, dass die in mich reinläuft. Verdammt, wer bist du und wie hast du das eben gemacht? Zauberei. Stehen bleiben. Hoffe, ich erinnere mich dran, jetzt die Effekte zu machen für die Geister. Hilf mir. Bitte hilf mir. Bist du ein Geist? Das ist unmöglich. Sowas gibt es nicht. Und meine Frage wiederum, und mit was redest du gerade? Ich will weg von diesem Ort. Bitte hilf mir. Das kann nur ein schlechter Traum sein. So furchtbare Schmerzen. Hilf mir bitte. Ich kann nicht mal meine Tochter finden. Wie soll ich dann einem Geist helfen? Du musst sie finden und befreien. Denn so kann auch ich endlich diesen schrecklichen Ort entfliehen. Wen soll ich finden? Meinst du meine Tochter Sarah? Ich weiß auch nicht mal. Ich weiß genau. Sagt man Sarah oder Sarah? Ich glaube, ich habe sie mal auf Englisch betont. Sarah. Im Raum der Klänge. Denn du, um alle zu finden. Hey, was ist los? Rede, verdammt! War das wirklich ein Geist? Ich glaub nicht an sowas, aber das war schon verdammt unheimlich. Sie sah so grauenvoll entstellt aus. Was ist ihr nur passiert? Vielleicht ein weiteres Opfer. Ich weiß die Wahrheit und deshalb habe ich keine Empathie für diesen Geist. Für diejenigen, die meinen ersten Durchlauf nicht gesehen haben, lasst mich euch einfach nur sagen, sie ist nicht das, was sie zu sein scheint. Okay, gut. Raum der Klänge. Ob ich mich dort umschauen sollte? Was, wenn es eine Falle ist? Was bleibt dir anderes übrig, mein Freund, hä? Was bleibt dir anderes übrig? Du hast die Krähenfußstange, also es kann losgehen. Ich erinnere mich noch, dass da das Rätsel verbuggt war. Hoffentlich ist das jetzt besser. So. Die Tür scheint zu klemmen. Es gibt wohl keinen Schlüssel dafür. Versuch sie aufzubrechen. Oh, interessant. Er legt die Taschenlampe hin. Brecheisentür geöffnet. Verdammt, das Brecheisen ist abgebrochen. Das kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Gut. Aber auch nur hier gebraucht. Schlüssel. Nee, das ist eine Flöte, oder? Im Schrank ist nichts Nützliches. Ich weiß, dass das da runterfällt. Ich glaube, das ist irgendwie ein Schlüssel oder eine Flöte oder was auch immer das war. Ekelhaft. Das Bier stinkt, was Jahre alt ist. Ist es wahrscheinlich auch. Ja, mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege, das Rätsel. Oh, eine Harfe. Nur eine zugestaubte Harfe. Viele Bücher, aber die fasse ich besser nicht an. Wer weiß, was der für Ungeziefer rumkrabbelt. Na, die haben wahrscheinlich alle die Spinnen gefressen. Ich könnte die Noten spielen. Klavier benutzen? Jo. Sonate des Lichtscheins. Hohe Note, tiefe Note. Nein, das kann so nicht stimmen. Ich sollte von vorne anfangen. Ich sehe ja keine Noten. Also doch, eher mit S anfangen, hä? Was war das jetzt gerade für ein Knall? S-A-S? Nee. Dann war es wahrscheinlich S-A-A. Dieses Boom. So, jetzt aber richtig, meine Freunde. 1, 2, 3, 4. Bam, 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 bam. Aha, es ist so S und dreimal A. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen verbuggt. Ich habe gerade gespielt und habe keine Noten gesehen. Also da bin ich nur ein bisschen enttäuscht. Es ist jetzt nicht besser, mein Lieber, ne? Nee, kleiner Scherz. Solange es irgendwie immer noch machbar ist. Es ist Hess. Und es ist A.
Komm, los, drück! Und noch einmal! Int amol! Nee, tramol! Nein, das kann so nicht stimmen. Ich sollte von vorne anfangen. Moment, ich habe doch beides jetzt gerade ausprobiert. Ich hatte doch die hohen Noten zuerst oder die tiefen? Und jetzt tief. Ah, jetzt. Komisch, beim ersten Mal hat es nicht reagiert darauf. Da, so nah des Lichtscheins. Bravissimo! Da fällt sogar das Regal zusammen. Oder der Schlüssel, oder ein Schlüssel fällt runter. Augenschlüssel aufgenommen. Jawohl, die gehen. Auge um Auge, Zahn und Zahn. Ohr und Ohr? Was zum... Das kam von der Harfe. Nur wer hat sie gespielt? Das ist neu, das ist neu, das ist neu! Nicht schon wieder so ein Geist. Oh, doch, doch, oh. Ich sehe Nippel, ich sehe Nippel. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass ich diesen Flashback gesehen habe oder der Geist, der auf einer Harfe auftaucht. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, jetzt habe ich so kalt Schweiß an den Füßen. Oh. Ich hatte eine Art Vision oder Rückblick. Okay, das ist ein Unterschied. Eine Vision ist etwas, was dir etwas aus der Zukunft erzählt. Eine Vision, eine Zukunftsvision. Ein Rückblick ist etwas, was du aus der Vergangenheit gesehen hast. Es war aus der Vergangenheit, das war ein Rückblick. Hey, mein Gott, was ist da passiert? Hat sich dieses kranke Schwein an das Mädchen vergriffen? Ich konnte sein Gesicht genau sehen. Aber das ist merkwürdig. Das war nicht dieser Harper, sondern ein anderer. Ich verstehe es nicht. Wurde damals der Falsche verdächtigt? Wie war das? Irgendwie waren da alle so im Topf dabei. So viele Köche verdämmende Brei und da sieht man auch schon wieder, was da rauskommt. Nämlich nur blutige Pumpable. So. Alles klar, wir haben Augenschlüssel. Wenn ich mich jetzt richtig hier in... Schon wieder so eine Erschütterung. Genauso wie vorhin. Hä? Moment. Was? Hä? Erschütterung? Kann das neu sein? Ich weiß, dass da irgendwann ein Monster durch die Wand bricht, aber war das gewesen? Hä? Was? Benutzt Augenschlüssel, Tür aufgeschlossen. Was sagt die Zeit? Oh, ich habe noch genug Zeit. Oh, verflucht. Hier war es gewesen. Vor 2 Jahren haben wir hier die vermissten Mädchen tot aufgefunden. Da drüben lagen sie. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Dieser Einsatz war der schlimmste, den ich jemals hatte. Und ich wünschte, ich hätte sie retten können. Verdammter Scheißkerl. Sarah habe ich immer noch nicht gefunden. Ich muss weitersuchen. Ich darf nicht aufgeben. Ja, das Blut ist natürlich da geblieben, hä? Nur ein zugestaubtes TV-Gerät. Die Schublade klemmt. Hier war doch, glaube ich, ein Schlüssel gewesen, oder? Eine alte Matratze. Verdammt eklig, die würde ich sofort entsorgen. Ich weiß, und da muss man nämlich von der Seite. Eine alte Matratze, die würde ich sofort entsorgen. Ich weiß, dass man von der Seite hingehen muss, um was rauszuholen. Aber jetzt wahrscheinlich noch nicht, hä? Fernseher wird wohl nicht mehr funktionieren. Nutzloses Zeug im Karton. Nur ein Kamin, aus dem ein kalter Luftzug herauskommt. Muss ich hier noch was finden? Nur ein paar eingestaubte Kartons. Hatte der Besitzer vorauszusehen? Das hatten wir schon. Sofa. Nein. Licht an, Licht aus. 7 Minuten im Himmel. Musste ich hier... Also, hier hat eines der Mädchen gelegen. Tot. So grausam ermordet. Eines der toten Mädchen lag hier. Das Blut eines der Mädchen. Sie war völlig verstümmelt worden, als wir sie hier fanden. Hä? Okay, ich musste das triggern, gut. Was passiert hier? Ich muss mir das alles einbilden. Das kann niemals sein. Eines der toten Mädchen. Ich glaube, ihr Name war Jill. Jill Valentine?
eines der toten Mädchen. Ich glaube, ihr Name war Sophie. Die erinnert mich jetzt ein bisschen, wenn ich genau drüber nachdenke, ein bisschen an Harley Quinn vom Joker. Eines der toten Mädchen. Ich glaube, ihr Name war Jessica. Wo ist die Leiche des Mädchens hin? Einfach verschwunden. Ich erinnere mich. Du bist Jessica. Bist du ein richtiger Geist? Hilf uns. Wir sind an diesem Ort gefangen und können nicht weg. Ich suche meine Tochter, Sarah. Wo ist sie? Sag es mir bitte. Befreie mich. Ich leide schreckliche Schmerzen. Was soll ich denn nur tun? Suche hier nach dem Herz, das dich weiterbringt. Spiegel, Bloody Mary, es tut so weh. Hilf mir. Was für ein Spiegel? Und was ist Bloody Mary verflucht? Okay, gut. Ist schon vorbei. Muss ich hier jetzt den Schlüssel suchen? Vielleicht befindet sich hier was versteckt. Ah, ganz ehrlich. Damals habe ich mich da, ich habe da nachschauen müssen, weil ich nicht wusste, wie soll man drauf kommen, dass da was drin ist. Watschugi! Matratze aufgeschnitten. Und lass ich es drehen. Herzschlüssel aufgenommen. Yes! Jemand hat hier gewaltig versucht, Dinge zu verstecken. Ja. Ich weiß. Und jetzt muss ich ein paar Sachen holen, um die Bloody Mary zu beschwören. Und dieser Bosskampf, meine Fresse, war das schwierig. Vielleicht ist der jetzt ein bisschen anders, wer weiß das schon. Ich glaube, ich sollte erstmal speichern, sicher. Ich glaube, ich brauchte das Tuch, um den Spiegel sauber zu kriegen. Und ich weiß, ich brauche noch ein Feuerzeug. Habe ich schon. Ich glaube, ich brauche auch noch eine Kerze und die brauche ich aus der Küche. Das weiß ich. Aber erstmal müssen wir uns wahrscheinlich jetzt alles anschauen. Das machen wir noch in dem Part, ne? Herzschlüssel, Tür aufgeschlossen. Gott, was ist hier passiert? Nur ein rotes Handtuch. Vielleicht war es ja vorher weiß, hä? Ist das Blut in der Schale? Müsste doch eigentlich schon total irgendwie zäh sein, oder vertrocknet. Überall Blut in der Badewanne. Was ist hier passiert? Was denkst du wohl? Jemand hat den Spiegelschrank demoliert. Den was? Achso, ein Spiegelschrank, gut. Was ein dreckiges Waschbecken. Und überall klebt Blut. Oh. Ah, nischt. War ja wahrscheinlich der gute Wein hier. Da liegt ein Zettel mit der Aufschrift Bloody Mary. Bloody Mary ist doch, glaube ich, auch der Getränk eines Cocktails, oder? Ja, Nase juckt, aber es will nicht raus. Laut einer alten Legende ist Mary ein gefangener Geist, den man sehen kann, wenn man ihren Namen dreimal laut vor einem Spiegel sagt. Doch zuvor muss eine Kerze vor dem jeweiligen Spiegel angezündet werden. So wie eine Schale mit Blut im Zentrum des Raumes, umgeben von einem aufgezeichneten Hexagramm. Was ein unheimliches Zeug. Aber jetzt weiß ich, was Bloody Mary ist. Oh. Nix Gutes, da sage ich gleich. Das ist nichts Gutes. Da sollst du deine Finger davon weglassen. Das war ja, glaube ich, so gewesen, dass die wurde nicht vom Butler getötet, sondern von Bloody Mary. Und deshalb ist dieser Geist noch hier. Weil sich der Geist denkt, oh, hier kann ich mir noch einen kleinen Sneak holen. Nom, nom, nom. So, okay. Ein Karton mit Kerzen. Laut dem Dokument brauche ich eine für die Beschwörung. Gut. Ich habe die Kerze, ich habe das Tuch. Im Grunde habe ich jetzt alles, oder? Und das passt von der Zeit. Das passt von der Zeit. Denn jetzt würde ich erstmal abspeichern und dann das ganze Bloody Mary-Gedönse im nächsten Part machen. Da ich nämlich selbst nicht weiß, ob der Bosskampf jetzt irgendwie anders ist, ob er einfacher ist, weil ich weiß, man muss sie dazu bringen, dass sie selbst in den Spiegel schaut, weil das nämlich ihren Geist bricht. Buchstäblich, sie zerbricht dann, sie wird vertrieben. Aber ich weiß nicht, ob ich so gut sein werde, das dann hinzukriegen. Ich weiß zumindest, was ich zu tun habe. Und ja, meine Damen und Herren, falls Sie das erste Mal durchspielen schon gesehen haben von Anwesen und Ihnen fallen Sachen auf, die anders sind, dann lassen Sie mich das bitte wissen, falls es mir nicht aufgefallen ist. Und ansonsten hoffe ich, hat Ihnen diese Ausgabe von Replay Haunted Horror das Anwesen gefallen. Mit der lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. Hangt bye.